Hey, hallo ihr Lieben, ganz ein kurzes Video. Ich wurde immer wieder gefragt, ja, wie ich das mache, wenn ich zum Beispiel die Bibel lese, ob ich da irgendwie ein System habe oder wie ich da vorgehe. Also das eine ist für mich ganz klar, dass wir in der Beziehung sind mit Jesus, also dass wir auch ihn, sei es im Gebet suchen, sei es mit ihm reden und Zeit nehmen. Manchmal heißt es für mich, dass ich mich hier ganz simpel auf so einen Stuhl setze da am Morgen, einfach dahin, manchmal meine Augen schließen, einfach da bin und Zeit mit ihm habe, sage: Herr, ja, was denkst du, was geht ab, was läuft, einfach in die Ruhe komme und ja, ihn frage, wie er über mich denkt, was seine Pläne sind und, aber einfach in der Ruhe. Für mich aber auch eine Zeit, wo ich ihm einfach danke. Ich liebe es für mich selber, die Gitarre zu nehmen und zu spielen, ihm zu danken, wo ich gemerkt habe, ist so wichtig. Das gibt wirklich ein erfülltes, ein erfülltes Dasein, einfach in dieser Dankbarkeit zu sein zu ihm. Etwas, das einem schnell mal mit all dem, was läuft, verloren gehen kann. Genau, also diese Beziehung, sei es im Danken, im Gebet, im Loben, ihn anbeten, auf die Knie gehen und so weiter. Aber dann auch diese Erwartung, Gott will zu mir reden. Ich weiß, dass er reden will. Und er offenbart sich auf verschiedene Art und Weise. Sei es natürlich durch Gedanken, die er uns gibt, durch klares Reden, durch Träume, Visionen und. Ja, auf so vielfältige Weise, wie Will sagt, wir können ihn in der Natur erkennen. Nicht die Natur ist Gott, also nicht, dass wir die Natur anbeten, nein, an der Natur, wie er sie geschaffen hat. Wow, staunen wir aber ihm, Hammer. Und das macht ihn wieder groß, wir können ihn loben und preisen, das, was wir in den Psalmen sehen. Aber eben jetzt an der Bibel. Schaut, das ist etwas, wie ich das zum Teil mache. Ihr könnt das mal hier so kurz sehen. Ich kann dann vielleicht noch ein Foto reinschmeißen. Ist etwas, wie ich daran gehe. Jawohl. Jetzt. Ich habe etwas, so ein Stift, wie ihr seht. Mit dem arbeite ich sehr gerne. Ich habe ganz viele verschiedene Farben. Der hier hat, glaube ich, bis 8 verschiedene Farben. Die gelbe brauche ich nicht wirklich, weil die kann man nicht so gut sehen, ist nicht so praktisch. Aber alle anderen brauche ich. Also ich habe zum Beispiel den roten. Den brauche ich zum Beispiel für die Gebote. Wenn irgendein Gebot kommt, das könnt ihr auch hier sehen, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Gebot habe, dann unterstreiche ich das. Befehle, aber auch wenn es ganz wichtige Dinge sind, die zum Beispiel um Nachfolge gehen, was Jesus gesagt hat. Dann zum Beispiel die Tora, also die 10 Gebote, 5 Bücher Mose, die ich dann da so reinnehme, die ich noch zusätzlich irgendwie anschreibe mit diesen 2 Tafeln. Manchmal gibt es auch gerade zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, im Neuen Testament gibt es auch immer wieder Schriftbezüge, also auf die Propheten, aufs Alte Testament zu, dann mache ich wie eine Schrift oder dann eben mit auch ein Ausrufezeichen. Mit diesen Zeichen hier spielt es nicht so eine Rolle, da kann man ja auch andere Farben sowieso nehmen. Dann allgemein mit dem Orangen, das brauche ich, wenn es um Gericht geht, wenn es um Sünde geht, Konsequenzen, Erlösung und so weiter, also was Jesus getan hat und so. Dann habe ich da so ein komisches Zeichen, so von unten gegen oben. Das brauche ich so auch für die Auferstehung. Dann den blauen, den brauche ich für das Geistwirken Gottes. Genau. Wie Heilung, Befreiung, was habe ich da noch drauf? Allgemein einfach Heiliger Geist. Dann auch wieder fast das gleiche Zeichen wie vorher, nun jetzt aber von oben gegen unten, das ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Dann brauche ich den lila-violetten Stift, da dieser Stift steht eigentlich in der Kunst, oder die Farbe lila-violett steht in der Kirchenkunst für Religiosität, darum habe ich das gleich so genommen. Da nehme ich oft so die Pharisäer oder Jesus, der das aufnimmt. Er handelt nicht so wie die Pharisäer, die da an der Ecke stehen und beten, um sich zu zeigen, zum Beispiel dieses ganze Thema, auch Heuchelei. Dann habe ich den schwarzen Stift, den braunen, einen braunen Stift, das sieht man jetzt hier nicht so gut, he?
Das ist braun, da nehme ich es oft, es geht um Gemeinde. Genau, Umgang in der Familie, also wie gehen wir untereinander um, aber auch dann das mit dem Häuschen, wenn es um eine bestimmte Ortsgemeinde, Hausgemeinde geht, um das ein bisschen zu differenzieren. Dann habe ich so ein Zeichen wie eine Uhr, dort geht es ums zeitliche Geschehen, also das wird mal zum Beispiel sein oder das war, aber auch oft auf den Tag des Herrn und so weiter bezogen, ist sehr interessant. Es gibt einmal schon ein bisschen eine größere Übersicht, wie das ist, dass man sich nicht verliert. Dann gelb habe ich mehr als Leuchtstift dann noch manchmal so als Heraushebungen. Zum Beispiel, wow, wenn Jesus so groß gemacht wird, zum Beispiel im Philipper oder auch im Kolosser und so weiter, dann schwarz brauche ich eher so für Verfolgung und so weiter. So ein bisschen das Böse, das sich da auch immer wieder mal manifestiert. Das hatte ich noch nie für mich selber so aufgeschrieben. Ich habe gemeint, ich habe was. Da gibt es ganz viele Dinge. Oder da beim induktives Bibelstudium zum Beispiel. Ihr seht solche Dinge. Also wer sich interessiert für das, kann das auch gerne mal mich weitergehen geben oder fragen. Genau, ihr könnt sehen, wie das bei mir zum Beispiel mal aussieht. Wenn ich da so die Bibel habe, ich habe ein bisschen verschiedene Bibeln. Ich habe gemerkt, ich habe viele Noten angefangen, da reinzuschreiben. Am Anfang habe ich viele verschiedene Bibeln gebraucht, auch zum Predigen, manchmal einfachheitshalber die Hoffnung für alle. Manche sagen, das ist ein Gummischwert. Ich finde sie zum Teil sehr gut, einfach wie sie Dinge ganz simpel beim Namen nennen kann. Übrigens die Hoffnung für alle ab 2015 finde ich eigentlich gar nicht eine schlechte Bibel. Also die hat sehr viele gute Dinge drin. Sie versucht auch immer wieder dort, wo sie, oder sie legt schon ziemlich stark aus, versucht aber da auch dem gerecht zu werden, indem unten zum Beispiel dann wie hier jetzt steht, wörtlich reinmachen und so weiter. Also sie gibt immer wieder auch mal an, wenn sie zum Beispiel etwas mal auslegt, auf eine Art und Weise, wie man es verstehen kann, aber sie sagt dann auch zum Beispiel, andere Handschriften machen das so und so oder kann so und so auch übersetzt werden. Also ich finde sie nicht schlecht, aber es ist immer wieder gut. Jetzt, ich schätze sehr, mit der Elberfelder zu arbeiten. Hier habe ich eine Elberfelder. Das ist sehr wertvoll, auch für die, die in die Mission oder so gehen. Das ist Englisch und Deutsch nebeneinander, wie ihr seht. Super, finde ich. Und dann habe ich ganz eine normale da, Elberfelder, die ich brauche. Oder eben hier dann auch eine Schlachterbibel. Oder die Schlachterbibel hat grundsätzlich, aber das hat sich eben auch ein bisschen geändert, den Textus Receptus, das ist der Reformationstext, wohingegen die Elberfelder, wie ich sie habe, den Nestle-Anland-Text habe. Und da gibt es auch ein Hin und Her, ein Hin und Her-Gehacke, was jetzt wirklich die richtige Bibel ist. Ich glaube, da müssen wir aufpassen, weil wir haben grundsätzlich sehr, sehr genaue Bibeln. Genau, ja. Also ganz im Praktischen sieht das so aus, wie ihr seht. Ich habe gesagt auch eben, das habe ich nicht gesagt, gell, das Grüne bei mir ist Beziehung, Verheißung und so weiter. Hier zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, wie ihr seht, da habe ich jetzt zum Beispiel die Matthäus 5, die Seligpreisungen, wo ich gleich am Anfang, könnt ihr sehen, hier einen Bezug nehme auf die Tora. Weil es ist interessant, wie Jesus dort zum Beispiel, wenn er da auf den Berg geht, nachdem er ja jetzt getauft wurde, dann war er in der Wüste, er wurde da wie eingesetzt als König, jetzt kommt er und geht auf den Berg, wie damals Moses auf den Berg gegangen ist, wie Gott sich dann, und jetzt nehmen wir Gott, nicht Moses, sondern wie Gott sich auf den Berg gesetzt hat zu Moses, wie Jesus auf den Berg dort sich hingesetzt hat und jetzt nicht Mose kommt, sondern die Jünger. Und jetzt gibt Gott auf dem Sinai die Gebote an Moses und Jesus gibt seine Verfassung an seine Jünger. Und dann kommt eben zum Beispiel glückselig und das ist ja auch so eine Verheißung immer wieder. Darum ist es bei mir grün und dann eine Heraushebung, wer die Armen im Geist und so weiter. Weiter unter seht ihr dann zum Beispiel das, was passiert eben mit Verfolgung, das habe ich dann schwarz, auch noch so mit einem Blitz. Und was heißt, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles und so weiter, trotzdem sollen wir da glückselig sein. Also, ich gehe das immer wieder so durch. Wie ihr seht, auch hier zum Beispiel, da sind wir jetzt im Römer 8 in der Elberfelder, wo ich da nochmals das andere drin habe mit dem Blauen, mit dem Heiligen Geist
oder was darum geht, die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist und so weiter. So ein bisschen das Geistwirken auch in uns, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes und so weiter. Also es ist einfach eine Möglichkeit. Dann seht ihr auch das mit dem Orangenstift, denn das dem Gesetz Unmögliche, genau, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches und so weiter. Ne? Da geht es wieder um Sünde und so weiter und so fort. Also ich finde das etwas sehr Wertvolles, wenn man so mit der Bibel schaffen kann. Es gibt einem auch eine Übersicht, das zum Beispiel mit, mit den Schriftgelehrten, dieses Lila, das könnt ihr auch hier sehen, wie ich das da habe. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so und so weiter, da haben wir noch viel mehr stärkere Aussagen hier in Matthäus 6 dann, was da noch viel stärker kommt. Genau. Also das ist einfach eine Möglichkeit, wie man die Bibel so ein bisschen für sich ein bisschen strukturieren kann, dass man schnell sieht, was passiert eigentlich wo. Auch hier zum Beispiel im 1. Korinther 7, da sieht sie so aus bei mir zum Beispiel, wo ich denn die Adressaten, zum Beispiel den Unverheirateten und Witwen, den Verheirateten sage ich, den Übrigen, oder zum Beispiel über die Jungfrauen, der Unverheirateten und, damit man gleich sieht, um wen es geht. Ich mache auch oft so wie einen Kreis um die Sachen rum, dass ich auch noch ein bisschen mehr weiß, was für Wörter zum Beispiel auch manchmal immer und immer wieder wiederholt werden, weil das gibt es an verschiedenen Orten. Ganz interessant auch in zum Beispiel der Offenbarung, also das finde ich noch interessant, weil dort kommen gewisse Aussagen, die ich interessant finde, wenn man immer ein bisschen drauf schaut, zum Beispiel, was steht genau, hat er jetzt das gehört oder hat er es gesehen in dieser Offenbarung, oder? Wie zum Beispiel, wo haben wir das, auch da, was um diese 144.000 geht da unten, oder was hier steht, und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm der Söhne Israels, und dann haben wir da eine ganze Auflistung, was dann heißt, aus diesen verschiedenen Stämmen können wir sehen, aber dann sehen wir, jetzt geht es weiter, und hier diesen Abschnitt, oder sag mich nicht diesen Abschnitt, diese Überschrift gibt es ja in der Originalfassung so nicht, sondern es geht gleich weiter. Diese waren die Versiegelten aus den Stämmen Israels. Hä? Und dann heißt es, nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge. Und jetzt, eben sehen wir jetzt den Unterschied, vorhin hört er und jetzt sieht er. Und das sind nicht die gleichen, das ist eine andere Gruppe, die ist unzählbar. Und. Also das sind mehr so Beobachtungen, die man macht. Man hört, man sieht, da unten, sie rufen, also da hört man auch wieder etwas. Und. Also finde ich mega spannend, weil das gibt auch immer wieder Zusammenhänge, wie man dann schlussendlich das auch einordnen kann, was hat er eigentlich wahrgenommen, was kann zusammengehören, was ist das Gleiche vielleicht oder eben nicht und so weiter. Ja, ich hoffe, das hilft ein bisschen. Jetzt ist es viel länger geworden, als ich das eigentlich gewollt habe. Aber geht einfach mal so rein, mir hilft es. Ich mache für mich dann manchmal so ein bisschen, wie ihr seht, so Zusammenfassungen. Ich habe ein bisschen viel langsam in der Bibel, wo ich immer wieder so rein so irgendwelche Notizen dann reintun, wenn ich da mit der Bibel gearbeitet habe. Oder was ich auch mache hier, zum Beispiel, wenn ich direkt drin in der Bibel Sachen arbeite, weil ich auch viel halt mit der Bibel gerade predige, dann schreibe ich so viele Dinge rein, da könnt ihr sehen, da habe ich ein ganzes Teaching eigentlich drin, das ich dann so brauche. Also, du musst eigentlich deinen Weg finden, wie du das für dich am besten machst, was dir hilft. Wenn dir etwas von dem hilft, ja, dann brauchst du, vielleicht ist es ein Ansporn, selber noch ein bisschen so in die Bibel zu gehen. Ich wünsche dir Gottes Segen und vor allem, dass du ihn in deinem Leben ganz persönlich wahrnehmen darfst, erleben darfst, wie er zu dir spricht, wie er dich führt, wie er dich leitet, weil um das geht's. Wir haben das Wort
von Gott gegeben, vom Heiligen Geist inspiriert. Wir haben den Heiligen Geist, der es lebendig macht und der uns aus immer wieder neuer Offenbarung, die nicht gegen das Wort spricht, auch führt und leitet. Also es braucht beides. Okay? Gottes Segen. Ciao.